bin der Luis, bin 23 Jahre alt und spiele bei den Schwischenbüch Tennis. Meine Behinderung ist eine Lernbehinderung und die kam zwei Tage nach meiner Geburt. Und da habe ich nicht mehr geatmet und wurde wiedergelebt. Und da hat sich in dieses Entwickelt diese Lernbehinderung, dass ich nach meiner Geburt eben in meiner Zeit, wo ich nicht geatmet habe, Zähne gestorben sind. Und das hat dafür geführt, dass ich alles später gelernt habe. Die Auswirkungen waren dadurch, dass ich natürlich später gelernt habe, sprechen zu lernen, auch krabbeln oder auch lesen. Und das hat nicht Schwierigkeiten gemacht. Ich habe nach der 10. einen Hörbeschluss gemacht, bin dann zur Abendtour gegangen und die haben mir gesagt, okay, wir sehen deine Stärken, aber kannst du erst in die Werkstatt gehen, aber Ausbildung sehen wir für dich nicht. Mein Weg war, dass ich hauptsächlich wirklich IT-Systeme lernen wollte und das wollte ich auch gerne als Ausbildung 3 Jahre lang machen. Und dann haben wir gesagt, okay, diesen Weg gehen wir alleine jetzt. Neben meiner Ausbildung habe ich gesehen, meine Probleme, wie man einen Sportverein sucht oder auch die richtige Schule findet, waren nicht nur bei mir das Problem, sondern auch bei vielen Menschen mit Behinderung. Und habe dann viel Recherchearbeit gemacht, wo wir wirklich geschaut haben, welche Angebote gibt es für Menschen mit Behinderung. Und die gibt es auch, aber die gibt es keinen, wo es alles zentral gesammelt wird auf einer Plattform, die von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung ist. Und da haben wir eben dann wirklich eine Unique United gegründet. Also ich habe die Idee ist in der Corona-Zeit gekommen und bin dann zu meinem Vater gegangen, der selber seit 20 Jahren eine Firma hat und hat mir da Hilfe geholt als Mentor. Und dann sind die ersten Schritte gemeinsam erfolgreich gegangen. Auf der einen Seite war es natürlich ein Problem, was unsere Familie betroffen hat, schon seit 20 Jahren. Es war irre aufwendig, Sportangebote zu finden zum Beispiel, den richtigen Verein zu finden, die richtige Schule oder den richtigen Job zu finden. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Antrieb, wie der Luis hat, der will eben, dass alle Menschen einen leichten Zugang haben, barrierefreien Zugang haben und damit eben auch ein selbstbestimmtes Leben führen können und nicht immer auf andere Hilfe angewiesen sind. Die ersten Jahre waren natürlich nicht immer einfach, weil man weiß ja nicht, wie es das alles vorangeht. Aber meine Freunde von meinem Vater haben mir sehr viel geholfen und haben mir auch die ersten Kontakte gegeben, wie man das alles dann auch wirklich Schritt für Schritt durchgeht, sei es das Logo oder auch die Webseite oder auch die ersten Kontakte zum Pitch. Und der Pitch war dann bei Höhle Löwen. Wir haben alle Bewerbungsphasen erfolgreich geschafft und konnten dann auch wirklich bei dem Pitch mit aufnehmen. Die Unterstützung von Jana und Carsten Maschmeyer war so, dass wir 3 Mitarbeiter für 1 Jahr pensioniert bekommen haben und denen auch erst von voll im Team mit integriert. Haben mir sehr viel geholfen, Unique United weiterzuentwickeln. Also mein Ziel ist, dass wir aktiv Menschen mit Behinderung zeigen, was alles möglich ist. Wir machen eben die Angebote, die es im Internet gibt, barrierefrei. Und der Firma-Ziel ist natürlich, dass wir eine große Online-Plattform werden, wo Menschen mit Behinderung selber merken, die können die ganzen Angebote selber erleben und ein schönes Erlebnis eben selber auch buchen. Und das führt dafür, dass sie selbstständig erleben führen können. Ich spiele Tennis, seit ich 8 Jahre alt bin schon. Und bei den NCC Stadtwald Tennisclub. Ja. Hallo. Hi, Scott. Ja, bei dir? Alles gut? Ja. Das war auch der erste Platz, wo du angefangen hast. Genau, quasi der erste Center-Court natürlich. Und dann auch eigentlich das ganze Team ist auch in Münster wieder dabei, wo auch die nächsten Landesspiele sind. Bei Tennis spiele ich Einzel und Doppel. Und bei Doppel spiele ich mit meinem Bruder gemeinsam. Das ist das Unified-Format, dass Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung ein Team sind. Die Highlights der Turniere von Special Olympic waren zum Beispiel in der Dom-Rap 2018. Da gab es die World Games von Tennis und wir haben eben für Deutschland die Goldmedaille geholt. In Einzel und Doppel mit meinem Bruder gemeinsam. Letztes Jahr bei den Special World Games 2023 habe ich aktiv mitgearbeitet, aber jetzt möchte ich bei den Special Olympic NRW-Spielen in Münster aktiv wieder mitspielen. Meine Ziele bei den Landspielen sind aktiv natürlich die Gold zu gewinnen, Einzel und Doppel wieder zu vertreten und da aktiv natürlich dran zu bleiben, auch für die nächsten Wettkämpfe. Aber spielst du dann Turniere? Ja, ich spiele Turniere bei von Trash und Bich. Ja, was ist das nächste? Franziska Mai. Bei den Landesspielen? Genau, in Münster. Und man trainiert dann für Deutschland und dann eben auch für die Weltspiele. Aber die sind ja erst nächstes Jahr dann wieder, ne? Bei den Landesspielen in NRW kann man es nicht qualifizieren für den Saarlandspiele 2026 von Special Olympic deutschlandweit und natürlich dann auch weiter für die World Games, die in Chile sind, will ich natürlich aktiv wieder meinen Titel wieder zurückholen in Gold.
Sport und Unternehmen bedeutet für mich ganz großartige Ziele zu schaffen, weil ich meine Ängste geschafft habe zu überwinden und meine Träume so zu erreichen. Ich freue mich großartig auf die Spielmilch-Landspiele 2024 in Münster, weil natürlich da 1850 Athleten dabei sind und natürlich 4 Tage aktiv mit Sport getrieben wird. Und es ist eine große Freude für jeden Athleten, der es auch miterleben kann und auch seine Sportart mehr bekannter wird. Die Special Olympic Landesspiele NRW sind in Münster vom 20. Mai bis 25. Mai und kommen gerne vorbei.